willkommen zurück, Leute, bei Dragon Ball Z Dokkan Battle. Das Video ist ein bisschen fies, was ich hier gerade mache, denn ich habe zuletzt noch einen letzten Multi-Summit Berry Blue gemacht, hier am vierfachen Super Saiyan Son Goku Banner, um halt den nochmal zu ziehen, was auch gelungen ist, und ich war auch zufrieden, habe auch damals zu Berry Blue gesagt, Junge, weißt du was, ich habe beide Banner komplett bekommen, ich habe jede Featured Card bekommen, ich summon nicht mehr. Ja, und dann habe ich mich auch dafür entschieden, am Goku nicht mehr zu summon. Aber selbst Babel hat mir gesagt, er denkt nochmal drüber nach, am Vegeta zusammen. Und ich denke mir, komm, meinen letzten machst du noch. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal Rosé und Blue, also hier Vegeto Blue Dupes bekomme. Ich hoffe, ich kriege ihn als Dupe. Gut, ich könnte auch so mit Son Goku argumentieren, dass ich da nochmal was ziehe. Aber irgendwie was sagt mir, dass der Banner einfach glücklicher ist, weil mit dem Mono AGL macht es mir einfach jetzt so viel Spaß zu spielen. Keiner weiß, dass ich dieses Sam mache von meinen Kollegen hier, sprich Bookfig und Bellblue. Aber gerade Bellblue habe ich heute noch gesagt, dass ich keinen Sam mehr mache, obwohl Vegeta es wert wäre. Deswegen, mein guter Freund, wenn du das hier siehst, dieses Video ist dir gewidmet. Also komm, den einen machen wir noch. Ich will eigentlich nicht unter 300 Stones gehen, jetzt gehe ich auf 260. Die sind aber bei dem aktuellen Look-In-Bonus bald wieder aufgeholt. 1, 2, 3, 4. Gar nichts. Also, wir schauen einfach mal nach, was hier rauskommt. Ich gehe hier ohne Erwartungen rein. Ich mache das echt einfach aus Spaß und an der Freude. Ich habe alles, was ich in dem Spiel haben will. Ich kann mich nicht beschweren. Ich mache das einfach nur gerade just for fun. Die 50 Stones sind es mir einfach wert. Ich habe einfach alles bekommen, was ich will. Ich kann das ruhig mal opfern. So, zweifacher Super Saiyajin, genau wie es sein soll. Und wir fangen an. Ja, mein Summon-Wunsch, ein Cell Junior. Mehr wollte ich gar nicht haben. Und, oh Gott, Beast Outfit Goku, wahrscheinlich der schlimmste und schlechteste von allen. Den habe ich früher sogar mal gesammelt und auf Super Attack 8 gehabt, weil ich damals echt dachte, dass der was wert ist. Ja, falsch gedacht. Und C18. Oh. Ich hasse es, wenn die ersten drei kein SSR sind, weil dann kommt diese Unruhe in einem auf. Und natürlich ist der vierte auch nur ein R, oder? Was macht so ein Pui Pui überhaupt in so einem Banner? Was zur Hölle? Und der fünfte? Nein! Metall Riolu, den habe ich doch schon. Oh nee, sag mir nicht, dass das alles war. Oh nein, meine armen 50 Stones, den habe ich schon. Auch auf SR 2 oder 3. Bitte nicht, bitte nicht. Jetzt muss das noch ausgeglichen werden durch einen Super Saiyan 4 Vegeta. Übrigens, diesen Salsa kann man übrigens sogar Doken awaken. Bald. Hier am Chu. Boah, ich glaube, es sind noch ein oder zwei Karten. Ja, Berry Blue, du wirst dich jetzt sehr freuen, dass dieser Multisum ein Mega-Flop wurde. Denn genau das hast du dir irgendwie auch gewünscht. Ich weiß, dass du dir das wünschst, wenn du dieses Video anschaust. Und es ist so gekommen. Nee, nicht ernsthaft. Alter, nicht ernsthaft. Habe ich den gerade zweimal? Alter, als ob. Als ob. Ja, das ist übrigens der Grund, warum ich mir dachte, vielleicht lohnt es sich an beiden Bändern zusammen. Nochmal wegen den Tickets hier. Jetzt habe ich wieder drei. Der nächste Single-Sum ist halt nicht so weit weg mit drei. Naja, der Summon war ja jetzt echt ganz, ganz großes Kino. War jetzt nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Nein, ich werde, glaube ich, jetzt echt keine Sums mehr machen. Jetzt habe ich so bereut. Oh, verdammt. Jungs, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, genießt die warmen Tage. Adieu.